Willst Geld machen? Komm, ich zeig dir, wie's geht. Ich komm nicht rein. Ja. Oh Gott, die Gurke. Bats auf die Waage, machen Para mit Haze. Hyped. Trimax, Revinzer und unser Party legen Fehlstart mit Beicht-App hin. Und das, meine Freunde, ist, wie ihr gemeinsam ein Tech-Startup direkt an die Wand fahrt. So wie Bill Gates. Max, Revi und ich, einfach das neue Team Rocket. Die App ist kein Prank. Die Jungs und ich meinen es ernst. Leute, bitte gebt uns noch 2 Monate Verbesserungszeit. Und falls es immer noch nichts werden sollte, dann... Raus! YouTube, Leute. Ja, was soll ich sagen, Chat? Sascha hat recht. Die App ist tatsächlich von uns ernst gemeint. Es gab da große Probleme seitens der Serverskalierung und ein paar Bugs beim Start unserer App. Genau genommen werden wir uns dazu auch nochmal äußern. Gebt uns ein bisschen Zeit und wir werden das ganze Ding und das ganze Kind natürlich noch schaukeln an der Stelle. Gucken wir halt, dass wir das wirklich noch schnellstmöglich irgendwie hinbekommen. Macht euch da bitte keinen Kopf. Wir kriegen das alles noch gewuppt und haben große Bugfixes und Patches am Start. Das hätte man besser skalieren müssen. Wir haben die stärksten Amazon-Server genommen, die es gibt. Und trotzdem hat es nicht geklappt. Naja. Läuft, Projekt läuft, Leben läuft. Ja. Heute ist wieder soweit. Heute kommt endlich mal wieder eine Episode. Sascha liest Kommentare. Das heißt, ich bin mal wieder unter meinen Videos unterwegs und schau, was meine geliebte Community für mich dagelassen hat. Ich bin wie immer sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Top-Kommentar aus der letzten Episode. Let's go! 8. Weltwunder. Saschas Videos sind pünktlich. Wohl eher, dass überhaupt ein Video kommt. Zum Glück hat sich... Erstmal saufen auf Mykonos. Sascha endlich dazu entschieden, etwas an seiner Nase zu machen. Danke, Leute. Die Frage ist, mehr Anzeigen? Wie kann Sascha aufstehen, obwohl er sich nicht abgeschnallt hat? Deswegen bin ich auch so dumm. Warum kämpft Sascha gegen die Fliege? Gleiche Gewicht. Harry, Kuss. Januar, was geht? Saschas Schönheitschirurg verdient eine Gehaltserhöhung. Show your baggy fit, then show what's underneath. Desperado. Sitten in danke, Leute. Sascha, ohne C geschrieben. Eigentlich soll ich den Typ direkt bannen. Sacha. Wir haben das Intro jetzt schon bei 40 Sekunden. Ich schaue nach, wie lange das Intro ist. 50 Sekunden. Sogar zum Zählen ist der Typ zu hohl. Und hohl hat er mit ohne H geschrieben, Digga. Und deshalb Kinder, mehr Anzeigen. Morgen höre ich auf, genauso wie am... Alter, Sascha, Junge, wie geil, wie lange ich Marlboro-T-Shirt von Rin nicht mehr gehört habe. Junge. Sonntag ein Video kommt. Irgendwann gründen alle nicht bezahlten Cutter einen Betriebsrat. Dann gute Nacht. Ich schneide meine Videos selber. Und wenn jemand die Videos schneidet, dann würde dafür auch bezahlt. Wann bezahlst du mich endlich? Ja gut. Ich wollte gerade sagen, Sascha, Dave on point. Macht Haarwitze. Auch Sascha hat vor einem Jahr Caillou gecosplayt. Caillou war aber schon beliebt, oder? Nee. Danke dir, Digga. Abend versaut. Falscher Kanal, Diggi. Moment mal ganz kurz. Hat das eine Annalena geschrieben? Sascha, bitte, wir brauchen den Ventilator. Es ist zu warm. Es ist zu warm? Hat noch jemand Sonnencreme? Aktiv. Nochmal zu dem Thema Bärte. Och nein, Digga. Sex lässt Bärte schneller wachsen. Das erklärt alles, warum Nico so viel Behaarung am Körper hat. Nico halbo Gorilla, ich schwör. Mehr Anzeigen? Es war eine Blondine aus der Schweiz. Und sie war außerdem brünett. Ja! Hat Sascha wirklich gesagt, 2 Videos pro Woche? Ist diese Geschichte wahr oder nur frei erfunden? Reingefallen. Sie ist erfunden. Danke, Sascha. Wegen dir wusste ich, wie man unsympathisch im Diktat schreibt. Wie breit Marion einfach ist, wenn man Sascha im Stuhl gewohnt ist. Ach komm, so groß ist der Unterschied aber auch nicht. Doch. Ihr braucht das Ganze mal wieder nicht zu kommentieren. Das ist so lustig mit den Einschnitten von anderen Streamern. Ha! Nee. Na, ich bin ja gar kein Streamer, ich bin Rapper. Nee, Diggi. Nee, Mann. Freue mich jetzt. Danke, dass du mich auch gefragt hast, Sascha. Kuss. Schon auf die Elotrix Reaction. Vielleicht hätte ich erwähnen sollen, dass diese Rage-Zeiten etwas länger her sind.
What the fuck, Bro? Das ist gelogen, Carsten. Vor 3 Tagen. Digga, er ist so ein Schwitzer! Oh, es ist wirklich unerträglich! Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus! Patrick 1-0 macht! Etwas länger her sind. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal Unsympathisch TV noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr jetzt auf kostenfreier Lehrerbasis ein Abo für mich da lassen. Und ich muss auch wirklich sagen, bei meinem momentanen Output lohnt sich dieses Abo auf jeden Fall. Nein, nicht im Traum. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. In 2 Jahren. Wenn es wieder heißt. Also, jetzt mal Real Rap. Was ist denn das für eine Schrottmühle, Junge? Was ist das denn für eine Scheiße, Digga? Ich will das Auto gar nicht, sag's so, wie es ist. Lieber Cash. 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 Nein, 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 nein. Hey, oh, der don't let her friends know. Maybe next time, du. Da kam noch was? Da kam noch was? Ob da noch was kam, Chat? Kam da noch was? Moment mal, dann schauen wir noch mal. Ich will dir noch den Clip, der den Titel beschreibt. Wallabila. Perfekt. Danke dafür, Chat. Das hat sich extrem gelohnt. Kuss, danke dafür, Mann.